Okay, Martin Jeranek, Playoff-Viertelfinale steht bevor. Seit ein paar Wochen bist du hier Trainer bei den Löwen Frankfurt. Ja, was ist dann dein Eindruck der ersten Wochen hier, deiner Arbeit? Ja, das erste Stadt, ich finde sehr, sehr schön, sehr metropolitan. Und auch die Arena und das Umfeld hier rund der Frankfurt Eishockey-Mannschaft war nur positiv. Die Leute sind sehr freundlich und ich glaube, das ganze Umfeld rund der Eishockey ist eine von den besten in Deutschland. Spieler sind auch eine gute Gruppe. Die sind zusammen und ganz mein Eindruck von dem ganzen Thema Frankfurt ist sehr positiv. Seit gestern heißt es volle Konzentration auf die Playoffs. Am Freitag geht's los. Worauf legst du jetzt Wert im Training? Was sind die Schwerpunkte des Trainings jetzt vor dem ersten Spiel am Freitag? In Playoffs ist oft die Zweikämpfe entscheiden das Series. Welche Mannschaft kann jede Nacht ihren Beste bringen und hart arbeiten, hat meistens den Erfolg. Der Schiri pfeift das ein bisschen anders, der Gegner, die kämpfen ein Tick harder, weil das ist der Grund, Playoffs sind so interessant im Vergleich zu der Regular Season. Und meine Schwerpunkte sind einfach konzentriert bleiben. Jede Kleinigkeit ist wichtig und hart kämpfen. Seid ihr denn gestern überhaupt durchgekommen bei diesem Schneefall, Schneechaos hier? Wie war das gestern beim Training? Sind alle pünktlich gekommen? Ja, ich glaube, jeder hat erwartet, weiß man von der Nachricht, dass ja ein paar Schneeflocken kommt. Aber ich glaube, niemand hat sowas erwartet. Ein paar Spieler, weißt du, wir haben Training ein bisschen später angefangen. Aber trotzdem war keine große Verhinderung zu unseren Trainingszeiten, aber ich glaube, jeder war überrascht, ja. Gegner im Viertelfinale wird Bad Tölz sein, die sich gestern durchgesetzt haben gegen Freiburg. Was kannst du zu Bad Tölz sagen? Kennst du die ein bisschen? Ja, ein paar Spieler kann ich. Ich habe ein paar Spieler, war bei den Ice Tigers und in Nürnberg. Ist eine sehr gute Truppe. Auch in ihren Gruppen, fast jedes Spiel ist ein Spitzenspiel. Der Erste kann gegen den Achte verlieren. Man hat das gesehen. Und ich glaube, die haben vielleicht mehr so harte Kämpfe-Spiele. Und die haben mehr Erfahrung mit so einer Playoff-Atmosphäre. So, das ist, wird eine Sache, wir müssen gut vorbereitet sein. Und hoffentlich, wir können schon anfangen mit harten Kämpfen und schnell in unsere gute Form gehen. Du hast ja selbst in deiner aktiven Karriere als Spieler in der DL auch sehr, sehr viele Playoff-Spiele bestritten. Worauf kommt es aus deiner Sicht am meisten an in den Playoffs? Was ist wichtig? Am meisten ist wie die Mannschaft, die diese Schwung in Mannschaft haben kann. Ist auch wichtig, wenn du verlierst, nicht zu tief gehen und wenn du gewinnst, nicht zu hoch. Aber diese Mannschaftsatmosphäre, diese Mannschaftsstimmung, das ist meistens der entscheidende Faktor, wie zusammen die Mannschaft hält. Weil würde unbedingt 100% schlechte Zeiten in den Playoffs, aber wie du reagierst auf diese schlechten Zeiten, das ist was Wichtiges. Ja. Dann drücken wir euch die Daumen, Freitag geht's los, Sonntag dann Heimspiel und ja, viel Glück. Dankeschön, danke.